Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderepisode vom Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und ich habe heute einen neuen Tag für euch, nämlich den Ultimate Harry Potter Tag. Der ist original von Isabos Literary Musings auf YouTube veröffentlicht worden und hat etliche Fragen rund um Harry Potter, und zwar in Gedenken an den 1. September, was, soweit ich weiß, glaube ich, der Tag von der Schlacht um Hogwarts irgendwie war. Ist ja auch Latte. Auf jeden Fall sind hier gute 30 Fragen rund um Hogwarts und Harry Potter. Und deswegen frage ich direkt mal an. Wundert euch nicht, falls es ein bisschen länger dauert mit den Fragen, weil die sind alle auf Englisch und ich übersetze die jetzt mal währenddessen. Erste Frage: Was ist mein Lieblingsbuch aus Harry Potter natürlich? Und da muss ich sagen, der dritte Band, Prisoner of Azkaban, also Harry Potter und der Gefangene von Azkaban heißt es, glaube ich. Das war das erste Buch, wo es so richtig, ja, Pling gemacht hat für mich. Die ersten beiden Bücher kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Die habe ich, wie alt war ich da, mit 10, 12 ungefähr gelesen, als ich mit meiner Mutter auf Mutter-Kind-Kur war. Und sie hat mir die irgendwie, ja, ich sag mal, zugeschoben und meinte so, ist total toll, lies mal. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, mit den ersten beiden konnte ich jetzt noch nicht wahnsinnig viel anfangen. Also besonders mit dem ersten nicht, weil das irgendwie so auf so sehr witzig gemacht wurde und irgendwie, ich weiß auch nicht, ich kann mich noch erinnern, ich war da nicht so begeistert von. Erst ab dem dritten, wo wirklich dann auch die Eltern irgendwie eine größere Rolle spielen und man so einen Rückblick bekommt, da hat es so richtig meine Fantasie irgendwie angeregt. Und ich fand dann eben auch immer toll, dass sie immer so Abenteuer bestehen mussten zum Ende des Buches hin. Ja, und dann bin ich halt mit denen aufgewachsen, mehr oder weniger. Das Buch, was ich am wenigsten mag, ist die zweite Frage. Und ich glaube fast das mit dem Halbblutprinzen, möglicherweise. Ich kann mich erinnern, dass das auf einmal sehr düster wurde. Alles hat sich verändert. Jemand ist gestorben. Wahrscheinlich will ich jetzt keinen spoilern, wenn ich sage, wer es ist, aber ich lasse das trotzdem. Und ich kann mich erinnern, dass Dumbledore auch einen sehr negativen Touch bekommen hat auf einmal. Also wirklich recht verzweifelt war und eben Harry mitnehmen musste da auf diese verschiedenen Exkursionen, um diese zu finden. Also das fand ich dann sehr, ja, das mochte ich am wenigsten, sagen wir es mal so. Mein liebster Film, Frage 3, ist, ich glaube, auch Der Gefangene von Azkaban, weil ich das mit dem Zeitumkehrer so cool fand und weil das echt gut gemacht war und irgendwie auch coole Bildwelten hatte. Da dann der Film, der mir am wenigsten gefallen hat, ich glaube fast der erste Teil vom siebten sozusagen, also der siebte Film mit den Heiligtümern des Todes, weil die da sehr viel ja auch unterwegs waren und gekämpft haben und das macht alles Sinn, wenn man den zweiten Teil direkt danach guckt, aber nur als alleinstehender Film fand ich das irgendwie voll doof. Unter anderem finde ich halt auch scheiße, wenn, ehrlich gesagt, Filme gesplittet werden. Das mag ich nicht so gerne. Und das hat sich einfach sehr gezogen. Mein liebstes Zitat muss ich passen. Ich kenne die nicht auswendig. Irgendwas in Richtung, es tut nicht gut, wenn man zu sehr in der Vergangenheit ausharrt oder in der Fantasie ausharrt und nicht in der Gegenwart lebt. Das fand ich ganz gut, aber ich krieg's nicht ganz zusammen. Insofern passe ich da lieber. Dann geht es hier um die Charaktere. Wer ist mein liebster Weasley? Das ist schwierig. Eigentlich die Zwillinge. Molly ist aber auch gut. Ich würde sagen Molly, weil die einfach so als Mutterfigur für Harry einfach auch eine sehr wichtige Rolle gespielt hat und weil ich das einfach so nett finde. Sie macht eigentlich das Zuhause zu einem Zuhause und deswegen Molly. Meine Lieblingsweibliche Darstellerin Hermine, gar keine Frage. Mein liebster Bösewicht. Also eigentlich fand ich Snape ganz cool. Gerade auch, weil man bei ihm nie ganz wusste, so wie so ein Wiesel irgendwie, was ist denn jetzt seine richtige Gesinnung und auf welcher Seite steht er eigentlich? Deswegen würde ich ihn jetzt mal nehmen. Der liebste männliche Charakter. Ich würde eigentlich Harry sagen. Das ist tatsächlich, man fiebert so mit, man ist bei ihm irgendwie mit im Körper quasi drin. Insofern würde ich ihn nennen.
Und der liebste Professor, McGonagall. Die ist zwar streng, aber sie irgendwie ist sie auch witzig. Also sie ist irgendwie cool. Jetzt ein, würdest du lieber A oder B Spiel? Würdest du lieber entweder A Snapes Haare waschen oder B den ganzen Tag mit Lockhart verbringen und ihm zuhören müssen, wie er über sich selber spricht? Und da würde ich, glaube ich, lieber die Haare von Snape waschen, weil es geht schneller. Ist man schneller wieder raus aus der Nummer und hinterher sind sie wenigstens mal nicht fertig. Obwohl es echt eklig wäre. Aber gut. Eigentlich müsste er das mal selber können. Dann die 12. Frage. Würde ich eher mich duellieren wollen mit Bellatrix oder mit einer wütenden Molly? Molly. Weil sie mich trotzdem lieb haben würde und dann vielleicht ein bisschen netter wäre zu mir. Dann Nummer 13, würde ich lieber nach Hogwarts reisen über den Hogwarts Express oder mit einem fliegenden Auto? Auch mit dem Hogwarts Express. Ich glaube, das ist ganz gechillt, so mit leckeren Speisen auf dem Weg und irgendwie allen anderen Schülern und so. Das passt schon. Würdest du lieber Voldemort küssen oder Umbridge ein Schaumbad einlassen? Oder, also, ja, Schaumbad einlassen nehme ich mal an. Das Zweite. Weil da ist man, glaube ich, auch relativ nah schnell raus aus der Nummer und ist dem Voldemort könnte einen immer noch umbringen, wenn man ihn geküsst hätte. Würde er wahrscheinlich auch machen. Dann Nummer 15, würde ich lieber einen Hippogreifen reiten oder einen von diesen fliegenden Besen. Ich glaube, da würde ich eher den Besen nehmen, weil der lässt sich, glaube ich, leichter kontrollieren als so ein Hippogreif und der ja echt ein bisschen schwierig in der Handhabung ist, sage ich jetzt mal. So, dann eine ganze Sektion zum Thema Buchverfilmung. Gibt es einen Darsteller, den du in den oder über den du andere Gefühle hattest in den Filmen im Vergleich zum Buch, also den irgendwie anders empfunden hast? Ja, Ginny. Also Ginny im Buch war deutlich besser, mehr. Ach Mensch, ich weiß auch nicht. Also ich mag zwar die Darstellerin von Ginny in den Filmen total gerne, die hat es auch gut gemacht, aber ich glaube, die Schreiber oder dieser Charakter wurde eigentlich schreibtechnisch überhaupt nicht richtig rausgearbeitet in den Filmen. Also sie war da irgendwie immer so lieb und nett und. Und in den Büchern war sie halt, die hatte richtig Feuer im Arsch. Also, weiß ich nicht, die hat sich halt nichts gefallen lassen, die ganzen älteren Brüder und so. Das fand ich irgendwie, deutlich besseres Frauenbild, da sage ich jetzt auch mal, als in den Filmen. Gibt es einen Film, den du besser fandst als das Buch? Film, den ich besser finde als das Buch. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Vielleicht das mit dem Feuerkelch, den fand ich nämlich auch ganz gut. Und der hat halt das alles so ein bisschen zusammengefasst und hat halt, ich kann mich noch erinnern, dass im Feuerkelch relativ viel auch über diesen Ball dann da und wer mit wem und bla. Und ich glaube, das hat der Film auch zwar umgesetzt, aber ein bisschen straffer. Vielleicht dann den maximal. Richard Harris oder Michael Gambon als Dumbledore, wen fand ich besser? Ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich habe da nicht großen Unterschied gesehen. Deswegen würde ich Michael Gambon sagen, weil der ja sowieso dann nach dem Tod von Richard Harris übernommen hat. Und ich fand, man hat. Die ersten beiden Filme waren eh schrottig. Also da hat man den Dumbledore jetzt auch nicht unbedingt mitbekommen. Das Nummer 1 Ding, also Person oder Handlung, die nicht in den Film inkludiert war und was mich sehr geärgert hat oder was mich genervt hat. Ich fand eigentlich schade, dass so viel, also es wurde einige Sachen weggekürzt und dafür dann aber so Quatsch eingefügt. Gerade beim Gefangenen von Azkaban kann ich mich noch erinnern, dass da echt ein paar Sachen, die irgendwie diese Karte da betrafen, diese Marauders Map, die wurden da irgendwie komplett rausgenommen. Und ich kann mich erinnern, dass als ich das erste Mal diesen Film gesehen habe, da fällt einem das ja am ehesten auf, so, okay, das wurde jetzt rausgenommen. Nein, ich sag was anderes. Also ich weiß noch, dass auf jeden Fall bei dem Film war es so zum Schluss, unterhält sich dann Harry ja irgendwie mit Lupin und dann. Ich weiß nicht, das war irgendwie so, hier ist übrigens die Karte für dich zurück und so. Und ich weiß auch, dass ich, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, ja, aber sie haben jetzt doch gar nicht das und das erklärt. Ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, was das genau war, aber das hat mich extrem gestört.
Aber ich sage jetzt doch nochmal was anderes. Und zwar kann ich mich sehr gut erinnern, dass in den Büchern Hermine sehr, ich sag mal, ja, wie nennt man denn das? Für Gleichbehandlung von den Hauselfen gekämpft hat. Und das ist, glaube ich, in den Filmen sehr unterrepräsentiert gewesen. Und das fand ich ehrlich gesagt schade, weil das auch nochmal zeigt, was sie für ein Typ Mensch irgendwo ist. Und ja, es ist ja, also es ist ja auch eine wichtige Bewegung eigentlich. Und ja, das fand ich sehr, sehr schade, dass das nicht mit in den Film aufgenommen wurde. Wenn du einen der Filme neu machen könntest, welcher würde es sein? Naja, eins oder zwei, sage ich jetzt mal, weil die wirklich, die Kiddies waren noch so klein, die haben irgendwie immer zu stark geschauspielert eigentlich. Also man hat den das Schauspielern sehr stark angesehen. Und ja, so richtig spannend waren die irgendwie auch nicht. Also wenn dann einen von den ersten beiden wahrscheinlich. So, jetzt ein paar Fragen zum Thema Hogwarts. Welches Haus war dein erstes Bauchgefühl, dass du da reinsortiert werden würdest? Bei mir Ravenclaw, weil die ja eher so ein bisschen in Richtung belesen und nach Wissen strebend und so. Und ich war ein totaler Streber in meiner Schulzeit, insofern Ravenclaw. Welches Haus, achso, in welches Haus wurdest du tatsächlich einsortiert? Auf Pottermore habe ich nie gespielt, insofern finde ich das auch irgendwie Quatsch. Also wenn da kein Persönlichkeitstest hintersteht, dann ist das irgendwie schwierig. Welche Klasse wäre dein Lieblingsfach? Verwandlung fände ich cool. Das gab es irgendwie von McGonagall, glaube ich. Ja, das fände ich eigentlich ganz cool. Welchen Zauberspruch fändest du am hilfreichsten zu lernen? Irgendwas, naja, ist das ein Zauberspruch? Ich glaube nicht. Dieses Teleportieren sozusagen von einem Apparieren heißt das, glaube ich. Das würde ich am sinnvollsten oder am wertvollsten empfinden, weil ich sag mal, das Pendeln irgendwo hin oder das Hinkommen an irgendeinen Ort dauert ja meistens sehr, sehr lange. Deswegen würde ich das einfach mal sagen. Mit welcher Person in Hogwarts würdest du wohl sofort beste Freunde werden? Ich hoffe mit Harry, ehrlich gesagt. Also ein sehr loyaler und auch mitreißender Mensch eigentlich. Also jemand, der wirklich tolle Ideen hat, bei dem es immer Abenteuer gibt. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele von ihm quasi so angezogen werden. Bei ihm ist immer was los. Und das mag ich eigentlich ganz gerne an Freunden, wenn sie einen so ein bisschen mitziehen bei bestimmten Sachen. Das finde ich immer ganz cool. Und gemischte Fragen, wenn du einen der drei Heiligtümer haben könntest, welcher würde es sein? Was gab es denn da nochmal? Oh Gott, ich bin so schlecht. Ich glaube, da gab es irgendwie diesen Stein, der Tote zum Leben erweckt, dann den Unsichtbarkeitsmantel und das dritte war, nun ja, ich sage einfach mal, den Unsichtbarkeitsmantel ist doch ganz praktisch, denke ich mal. Gibt es irgendeinen Aspekt in den Büchern, den du gerne ändern wollen würdest? Das kann eine Person sein, eine Handlung, alles, was du willst. Ja, ich möchte nicht, dass Harry, nee, was, dass Ron und Hermine zusammenkommen, weil ich fand das so ein bisschen holterdiepolter und nicht passend und irgendwie, ich glaube, J.K. Rowling hat das mittlerweile auch selber bereut. Ich finde, die passen einfach nicht zusammen. Das ist auf Teufel komm raus, eine Beziehung bilden, obwohl das eigentlich Quatsch ist. Also, ich finde es auch irgendwie komisch, dass alle noch mit ihrer ersten Liebe zusammen sind. Das finde ich auch ein bisschen unrealistisch. Also allgemein gesprochen, meinetwegen können die gerne auch zusammen gewesen sein, aber vielleicht für, weiß ich nicht, ein paar Jährchen und dann halt vorbei. Aber grundsätzlich eigentlich wäre es am schönsten, wenn sie gar nichts miteinander angefangen hätten. Der Liebste von diesen Herumtreibern aus dem dritten Buch, ich glaube Sirius. Den fand ich sehr charismatisch. Andererseits fand ich ihn auch ein bisschen weltfremd. Also ja, Sirius würde ich sagen. Wenn ich einen Charakter zurück ins Leben bringen könnte, welcher wäre das? Oh, das ist schwer. Oh, das ist schwer. Entweder, oh je. Ich glaube, den einen Weasley-Zwilling, der gestorben ist. Ich weiß nicht mehr, welcher es war, aber weil ich das einfach immer so traurig fand, dass der gehen musste und sein Bruder lebt noch und das arme Kind. Naja, ja.
Am ehesten eher. Obwohl natürlich Dumbledore auch nicht schlecht gewesen wäre, weil der einfach so ein großer Zauberer war. Aber der war jetzt auch schon relativ alt. Insofern ist es da vielleicht nicht ganz so tragisch. Also ich nehme den Weasley-Zwilling. So, und die letzte Frage. Heiligtümer oder Horcruxe? Ach Mensch, irgendwie, ich würde sagen, ich verstehe die Frage gar nicht genau. Also, ob ich die finden möchte, weil die Horcruxe sind ja quasi zum Zerstören. Also, ich möchte definitiv keinen Horcrux von mir bilden und habe keinen Bock darauf, meine Seele zu zersplittern. Also, wenn, dann eher ein Heiligtum. Ja. So, das war's. Ich verlinke euch auf jeden Fall den Ursprungstag in der Beschreibung, sodass ihr, wenn ihr Lust habt, auch da mal reingucken könnt oder auch selber mal mitmachen könnt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und einen schönen Tag noch. Tschüss! Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich@gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.